Unsere Reise führte uns vom kleinen Österreich zum fernen Äthiopien. Dort trafen wir auf die Nico Club Members, mit denen wir das Projekt Mango Tree for Family starteten. Wir luden die Mangobäume auf eine Ladefläche und machten uns auf den Weg ins Ungewisse. Doch trotz der schwierigen Umstände kamen wir alle heil an und wurden sogleich Zeugen einer Segnung. Nachdem die Ältesten ihren Segen ausgesprochen haben, wurden noch Bilder mit Jung und Alt gemacht. Kurz darauf folgte schon die Verteilung der Bäume. Dodota Dembel ist ein Dorf mit nur 400 Familien. Trotzdem ist es sehr groß, da diese Familien sehr weit auseinander liegen und wir mussten mehrere Minuten fahren, um zur jeweiligen Familie zu kommen. Wir hatten 3 Tage für das Einpflanzen der Bäume und dabei wurden viele Fotos geschossen. Während dem Einpflanzen begegneten wir den jeweiligen Familien und erfuhren so mehr über das Leben der Dorfbewohner. Nachdem wir trotz des ganzen Schlammes fleißig gearbeitet hatten, luden uns die Dorfbewohner zu einem Schnäpschen ein. Auch einige der Jugendbotschafter haben etwas vom Schnaps probiert. Jeder Mangobaum erhielt ein Namensschild. Da die meisten der Dorfbewohner schon einen Zaun hatten, mussten wir nicht viele bauen. Doch dort, wo es notwendig war, benutzten wir Dornen für die Zäune, so wie es die Farmer zu tun pflegen. Auch mit jeder Familie, die einen Mangobaum bekam, machten wir ein Foto. Doch nicht nur harte Arbeit, sondern auch süße Dinge wie die kleinen Babyziegen begegneten uns. "2019 werden wir zurückkommen, um die restlichen Mangobäume zu pflanzen, damit alle Familien welche haben." Nachdem wir viele neue Eindrücke gesammelt, süßen Tieren und netten Menschen begegnet sind, ging es dann müde und mit Schlamm bedeckt zurück. Wenn alles gut läuft, sollte der Mangobaum dann schon nach 2 Jahren Früchte tragen. Das war unser kleines Projekt zur Ernährungssicherheit in einem kleinen Dorf in Äthiopien. Jeder von euch kann Bäume pflanzen.